bisschen warm. Shane, hab ich zu viel gesoffen? Oder sitzen wir in der Kinderdisco? Nee, ich serviere doch keinen Apfelsaft. Könnte ich etwas Wasser haben, bitte? Wenn du was trinken willst, musst du bezahlen. Hast du eine Panne oder sowas? Fährt jemand Richtung Norden? Tja, ich fahre in den Süden. Probier's mit dem da. Jan. Das ist doch mal ein Glückstreffer. Verzeihung, fahren Sie nach Norden? Wie weit? So weit, wie es geht. Wieder das Gleiche? Anhalter sind mir suspekt. Aber probieren wir's mal. Vor wem läufst du weg? Und was hast du angestellt? Flüchte vor den Bullen. Und vor dem FBI. Wofür? Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Tut mir leid, Junge. Das kann ich nicht gebrauchen. Und wenn wir darum spielen? 3 Darts für jeden. Wenn ich gewinne, nehmen Sie mich mit. Wenn nicht, spendiere ich Ihnen einen Drink. 2 Drinks? Was soll's, mir ist eh langweilig. Du bist dran. Okay. Nicht schlecht. Hab schon mal gespielt. Bereit für Runde 2? ¿47? Das wären 25? Hey, immer langsam, Robin Hood. Ich will meine Gratis-Drinks. Letzte Runde. Es geht um alles. Was für eine Hängepartie. Keine Eile, Junge. Nicht, dass du es vermasselst. Hab ich gewonnen? Verarschst du mich? Ich habe keine Zeit für Abzocker. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche einen 18-jährigen Jungen. Blonde Haare. Steht in Verbindung mit der Schießerei in Two Rock. Wer fragt denn? Jemand, der da war. Scheiße.
scheiß Cops. Sieht das aus wie ein Laden, der 18-Jährige bedient? Geh schon, ich lenk sie ab. Und, haben Sie ihn gesehen? Seine Familie tötete meinen Partner. Ihm blüht die Todeszelle. Sie sind ein Cop? Sie sehen nicht aus wie einer. Ich bin außer Dienst. Das ist persönlich. Also, ich habe niemanden gesehen. Was ist mit Ihnen? Irgendwelche Minderjährigen gesehen? Na, Sie sehen ziemlich jung aus. Beantworten Sie nur die Frage. Lassen Sie mich nachdenken. Nun, da wäre Shane an der Bar. Der große Gene, der immer zum Abendessen kommt. Und Kyle. Oder Moment, heißt der Lyle? Haben Sie einen Jugendlichen gesehen oder nicht? Nee, tut mir leid. Wenn doch, rufe ich Sie an. Ich könnte Sie natürlich auch einfach so anrufen. Schätze, du hast doch keinen Scheiß erzählt. Sag's mir. Hast du die Bullen getötet? Den Bus hochgejagt? Den ganzen Scheiß aus der Glotze? Ich will keinen Ärger. Scheiße, Junge. Du bist Ärger. Was ist? Warst du's? Nein, ich war das nicht. Schade. Einen Augenblick lang hätte ich dich fast gemacht. Hey, du wolltest mich doch mitnehmen. War keine faire Wette. Hey! Verpiss dich, scheiß Landstreicher! Fahndet nach einem 18-Jährigen, der in Verbindung mit mehreren Morden bei Desert Dream Hotel in Arizona steht. Interne Quellen berichten, dass die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe fordert. Die Polizei warnt, der junge Mann gilt als sehr gefährlich. Ist das ein R-Gespräch? Ja. Wie ist Ihr Name? Hier ist Dean. Hallo? Ich habe ein R-Gespräch von Dean. Oh mein Gott, ja, ich nehme das Gespräch an. Hab mich gefragt, wann du dich meldest. Warum? Was ist los? Ich bin in Utah, hab kein Geld und kaum geschlafen. Hey, mal langsam. Utah? Steckst du in Schwierigkeiten? Ich hatte Streit mit meinem Bruder. Er sagte, ach, ist egal. Aber ich bin gegangen. Ich bin weggelaufen. Mist. Okay. Soll ich sie für dich anrufen? Ich könnte versuchen... Nein, zu spät. Ich muss alleine klarkommen. Hab kein Essen oder Geld. Hör zu, hier läuft's auch beschissen. Mein Dad hält dich für einen Dealer.
Hat eine alte Tüte Gras in meiner Schublade gefunden. Und jetzt habe ich den halben Sommer Hausarrest. Im Ernst? Ich weiß, er ist total durchgeknallt. Wo bist du jetzt? Salt Lake City. Beim... Sabrina Hotel. Okay, ich buch dir ein Zimmer. Bestell ruhig was vom Zimmerservice und... Ruh dich aus. Ich ruf dich später an, ob's... Vanessa? Weißt du was? Ich treffe dich da. Was? Du... Hast du keine Prüfungen? Vergiss doch die Prüfungen. Ich helf lieber einem Freund. Nein, es ist gefährlich hier. Komm lieber nicht her. Salt Lake City? Da war ich schon. Es ist schräg, aber... Es ist sicher. Aber ist das dein Ernst? Mach dir da keine Sorgen, ehrlich. Ich buch das Zimmer unter meinem Namen. Wir sehen uns bald. Vermutlich werde ich das bereuen. Aber gerade brauche ich nur dich. Tja, Marlon. 2 Jahre trocken. Und rückfällig werde ich nicht mal mit Stil. Was ist los mit dir? Sharon! Sorry, du kannst... Himmel! Endlich schlafe ich ein und du willst mich zu Tode prügeln mit... Was, du wächst? Du bist eingebrochen. Das Fenster war offen. Dem Motorrad ist der Reifen geplatzt. Ich habe meine Söhne verloren. Ich habe mich durchgeschlagen und musste mich nur irgendwo ausruhen. Und duschen. Zieh dich an. Du gehst jetzt. Los! Was? Warte, Paul! Das Motel war das Beste, was mir je passiert ist. Und jetzt kommst du mit deinen verdammten Söhnen. Was wir getan haben, ist nicht zu entschuldigen. Ich weiß. Erzähl das Joyce Kind. Dein Sohn hat ihm seine Mama genommen. Gute Menschen starben da. Es tut mir leid. So leid, was du und diese arme Familie durchmachen musstet. Glaub mir, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte... Du bist nicht zum Entschuldigen hierher gekommen. Wohin sollte ich denn sonst? Ich dachte, du wärst schon längst über die Grenze. Alles ist schiefgelaufen, Paul. Früher, da träumte ich von dir in meinem Bett. Aber das, Herrgott. Sieh mich an. Ich lebe wie ein Köter. Ich schlafe im Graben, esse aus der Mülltonne.
Letzte Nacht hat ein irrer Junkie versucht, mir den Bauch aufzuschlitzen. Ach du Scheiße. Ist es schlimm? Lass mich sehen. Keine Sorge, ich komme klar. Sharon, du bist in den Nachrichten. Über Tyler habe ich aber nichts gehört. Du hast ihn verloren? Oh, dieses dumme Motorrad. Die Cops haben uns verfolgt. Er hielt sie auf. Wir wollten uns bei der Kirche in Greenbelt treffen. Ich habe 2 Nächte gewartet. Keine Ahnung, wo er ist. Nach dem, was sie Dale angetan haben. Meinem lieben Dale. Bleibt er ihnen einen Schritt voraus. Garantiert. Sorry. Und Jay? Er ist auch entkommen. Oh, ich weiß nicht, ob er stark genug dafür ist. Ich hoffe es. Oh Gott, bitte. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und alles für ein paar tausend Dollar. Gerade genug, dass diese Gangster uns nicht töten. Alles wegen Bear. Mistke. Wir hatten beide Träume, weißt du noch? Ich wollte die Bar vergrößern, damit Geld verdienen. Und die Motorradreise von Küste zu Küste, von der du immer gesprochen hast. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Ich wollte immer eine Frau finden, sesshaft werden. Dann wurde dieser Traum für eine Weile wahr, bis ich ihn zerstörte. Von wegen glücklich bis ans Lebensende. Ich verstehe das. Niemand sollte allein sein müssen. Was fragst du mich überhaupt nach, was wäre, wenn? Du bist zur Fahndung ausgeschrieben. Du musst abhauen, die Stadt verlassen. Bear sagte immer, er würde mich aus Turok rausholen. Auch Dante hat mich mal geliebt. Sharon, damals hat dich jeder geliebt. Du hast mir mal gesagt, ich wähle immer den Falschen. Tja, ich war jung und dumm genug zu glauben, du würdest auf mich hören. Ich war jung und dumm genug zu glauben, es besser zu wissen. Ich hätte einfach dich nehmen sollen. Es hätte nie funktioniert. Da wäre ich nicht so sicher. Du warst immer ein guter Freund. Als diese Gangster vor unserer Tür auftauchten und dich niemanden sonst hatte, warst du zur Stelle. Ach, Moment mal. Meinst du etwa... Du hast gewusst, es ging bergab, aber das mit dem Code für Dante's Safe, das war... Wenn ich gewusst hätte... Oh Gott, ich hätte niemals... Oh Gott, Scheiße... Ich finde, wir könnten beide einen Drink vertragen, oder? Jede Faser meines Körpers schreit danach. Aber wenn ich auch nur daran nippe... Paul, tut mir leid, dass... Ich hätte es besser wissen müssen. Hör zu. Niemand weiß, dass du damit drin steckst. Und ich schwöre, das bleibt so. Aber ich sag's nur ungern. Ich brauche Hilfe. Warum klingeln da bloß meine ganzen Alarmglocken? Früher warst du nie so paranoid. Die Alarmglocken klingeln schon lange. Wir landen beide im Knast, wenn wir weiter Zeit verlieren. Aber es gibt einen Ausweg. Hör zu. Ich habe mir sein Buch genauer angesehen. Es geht nicht nur um Schmiergelder. Dante hat Geld von Kriminellen genommen und es auf ein Offshore-Konto überwiesen. Im Safe war nur sein Anteil. Das eigentliche Geld ist in einer Bank in Belize. Und die Details stehen hier drin.
Kein Name, kein Ausweis. Alles, was man tun muss, ist dorthin zu gehen, das Passwort zu nennen und das Geld mitzunehmen. Ich kann's nicht tun. Wenn sie mich kriegen, sperren sie mich lebenslang weg. Aber du? Dann entlarven wir Dante. Karma, Rache, nenn es, wie du willst. Und wenn seine Welt zusammenbricht, sind wir längst weg. Du sagst, wir wären nicht füreinander bestimmt. Aber jetzt haben wir die Chance, das zu ändern. Entweder bleibst du hier in Two Rock und säufst dich kaputt. Oder du kannst mit mir zusammen im Paradies leben. Dir ist klar, wenn wir das tun, verschwinden wir. Du wirst deine Jungs nie wiedersehen. Trotzdem werde ich ihnen helfen. Irgendwann finde ich einen Weg. Du hast mich mal gerettet. Jetzt bin ich dran. Komm mit mir. Erwartest du jemanden? Nein. Cousin, ich bin's. Mach auf! Scheiße! Es ist Dante. So sieht man sich wieder. Hey, cooles Outfit. Ja, klar. Ich war so mit Packen beschäftigt, hab ganz vergessen, was ich anhab. Kann ich reinkommen? Na. Wolltest du nicht schlafen? Ich wollte nicht, dass sie das Bett machen müssen. Ich hab $200 von Dads Notgroschen abgezweckt und dir Wechselkleidung mitgebracht. Und dann sind wir quitt, okay? Quitt? Du schuldest mir nichts. Oh, habe ich dir das gar nicht erzählt? Ich habe in Geschichte ziemlich sicher bestanden. Du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Pass auf, so nett bin ich auch wieder nicht. Warum hilfst du mir dann? Hör zu. Du tust etwas, von dem ich nur träumen kann. Du läufst davon, lässt alles zurück. Also, wenn ich dir helfen kann. Was ist los? Naja, wärst du nicht gekommen, hätte ich niemanden. Kannst du nicht zurück zu deiner Familie? Deine Mom macht sich sicher Sorgen. Sie ist nicht meine Mom. Und meine Brüder sind nicht meine Brüder. Hab's am Tag unseres Treffens erfahren. Meine echte Mom war meine Tante. Und mein Dad kenne ich nicht. Ach, Dean. Das muss schrecklich sein. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Hätten sie es mir nur nicht gesagt. Aber dann lebst du eine Lüge. Von jetzt an bedeutet Familie nicht die Leute, bei denen man geboren wurde, sondern die, die man sich aussucht. Das stand auf einem T-Shirt. Ein gutes T-Shirt. Entschuldigen Sie, das ist nicht Ihr Zimmer! Und wie es das ist. Meine Tochter ist hier. Oh mein Gott, wie hat er mich gefunden? Sehen Sie das? Das ist meine Kreditkarte, mit der dieses Zimmer gebucht wurde. Öffnen Sie die Tür oder ich rufe die Polizei. Dad? Was machst du hier? Wer ist sonst noch hier? Bist du mir etwa gefolgt? Wie hast du mich... Denkst du, ich krieg keine Nachricht, wenn meine Karte außerhalb des Staates benutzt wird? Antworte! Was machst du in einem Hotel in Salt Lake City? Das geht dich gar nichts an. Dad, nein! Vanessa,
Willst du etwa enden wie dein Bruder? Ein geheimes Leben voller Lügen, bis man dich eines kalten Morgens in die Leichenhalle rollt? Na klar, gib ruhig ihm die Schuld an seinem Tod. Er wurde überfahren. Um 4 Uhr morgens. Mit genug Mist im Blut um einen... Weißt du was? Nein, ich mach das nicht mit. Du kommst mit nach Hause und damit basta. Kann ich wenigstens vorher pinkeln? Ah, tu, was du tun musst. Was tust du da? Wonach sieht's denn aus? Vanessa! Was geht da drinnen vor? Schnell! Du! Wir müssen von hier verschwinden. Du meinst zusammen? Ich werde dich jetzt nicht im Stich lassen. Wie startet man ein Auto ohne Schlüssel? Einfach kurz schließen.